diese 2 Jahre oder schon 2,5 Jahre Pandemie, das war vielleicht im ersten Monat nicht einfach, im zweiten, aber irgendwann gewöhnt man sich und denkt, okay, das ist jetzt meine neue Reise-Realität. Ich kann jetzt nicht mehr so spontan reisen, aber ich kann trotzdem reisen. Und weißt du, für mich war das, je mehr man mich einsperren will, desto mehr will ich natürlich raus. Und ich habe für mich das beschlossen, nein, also dieses Stay Home, Save Life ist überhaupt nicht mein Mantra. Ich mache das nicht mit. Und wir sind die ganzen Pandemiejahre weiterhin gereist. Ja, es war riskant. Ja, es war mühsam. Ja, ich wusste auch nicht, ob wir jetzt in diesen Flieger steigen oder nicht. Und ich wusste nicht, wie das im nächsten Land ist. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Und wenn wir in ein Land gekommen sind, wo es uns gerade nicht gefallen hat, mit diesen Masken und mit dem ganzen Zirkus, dann habe ich mir den nächsten Flieger gebucht, dann sind wir woanders hin. Und schau mal, noch vor einem Jahr würden mich einige Leute da aus dem Restaurant rausschmeißen, weil ich nicht geimpft bin. Und heute lächeln sie mich an. Hallo, Svetlana und so. Tun so, als ob nichts passiert ist. Die haben mich vor einem Jahr wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt. Und dieses Jahr, wo Regeln irgendwie weg sind, ich weiß nicht, vielleicht kommen die noch, vielleicht komme ich noch in meine zweite Klasse Position. Aber jetzt lächeln sie mich alle an und alles ist prima. Aber was denken Sie, ich habe das vergessen? Liebe Community, diese Plattform und auch die Dokumentarfilme entstehen zu 100% durch eure Spende. Wir haben keine kostenpflichtigen Abos und stellen jeglichen Inhalt zeitversetzt online. Unser Dokumentarfilm MT -film.eu und auch project-fovea.com und die Produktion des neuen Films Können 100 Ärzte lügen, sind extrem aufwendige Projekte. Wir müssen investieren in Filmequipment, Server, Grafik und natürlich in die Honorare unseres Teams. Ihr macht das möglich, so dass kritische Stimmen durch viele Menschen eine breite Öffentlichkeit erreichen. Ich danke euch für eure Unterstützung. Euer Kai Stuth. Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich heute, Svetlana zu treffen. Sie ist Weltreisende mit ihrer Tochter, hat Filme gedreht und ich freue mich ganz besonders auf dieses Interview, weil ich selber ja auch gerne reise. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Svetlana. Magst du dich noch ein bisschen weiter vorstellen? Was hast du so in den letzten Jahren gemacht? Hallo. In den letzten Jahren bin ich, in den letzten 6 Jahren bin ich gereist mit meiner Tochter um die Welt. Und ich bin eine Dokumentarfilmerin. Ich mache Dokumentarfilme darüber und ich führe auch unseren Blog und berichte da, was wir alle so erleben. Ja, so habe ich zwei Sachen, die mir besonders viel Spaß machen, das Reisen und Filme machen, irgendwie zu einem Projekt zusammengepackt und jetzt passt es. Ich lebe eigentlich jetzt meinen Traum. Du hast erst in Berlin gewohnt, so viel ich weiß, und hast ein bisschen ähnliche Erfahrungen mit Berlin gemacht wie ich. Du magst Berlin nicht besonders und hast da auch dich nicht wohlgefühlt. Warum? Ja, am Anfang war alles schön, aber irgendwann ist das dann zu routiniert. Und vor allem, wenn meine Tochter in die Schule musste, ab dem Zeitpunkt habe ich mich echt wie in einem Käfig gefühlt, weil der ganze Alltag hat sich nur um die Schule gedreht. Und unsere Freizeit hatten wir nur während der Schulferien. Und so ab dem Zeitpunkt, so die Schule war irgendwie dieser Punkt, der am meisten meine Freiheit begrenzt hat. Das heißt, Und also das heißt also, die Schule deiner Tochter hat deine Freiheit auch mitbegrenzt. ja, absolut. Ich als Erwachsene war wie in einem Hamsterrad durch Schule. Ich war damals schon selbstständig und ich konnte meine Arbeit einteilen, aber dadurch, dass ich immer um eine bestimmte Uhrzeit meine Tochter zu einem bestimmten Gebäude fahren musste und dann nach ein paar Stunden musste ich die abholen und sonst. Und wir konnten nicht verreisen und das hat sich schlecht angefühlt. Also Schule war der letzte Tropfen.
Jetzt ist es ja so, die meisten denken, ja, okay, dann hat sie Geld gehabt und ist um die Welt gereist. Aber du hast ja ein besonderes Konzept, nämlich nur ganz, ganz wenig Geld auszugeben und es einfach zu tun. Also du bist keine Oligarchin, keine russische Oligarchin. Ja, das wird mir sehr oft vorgeworfen. Das ist so lustig. Du bist eine Oligarchentochter aus Russland. Du kannst dir das leisten. Aber die Leute, die, weiß nicht, wenn ich erzähle, dass ich mit 12 € am Tag pro Person mit meiner Tochter um die Welt gereist bin, und da ist alles inklusive, alle, ich glaube, 21 Flüge pro Person, alle Hotels, alle Versicherungen, da ist sogar meine neue Videokamera drin. Da sind sogar Kosten in Deutschland drin. Ich habe noch ein paar Sachen in so einem Storage, auf so einem Lager liegen. Versicherungen, alles, so richtig komplett alles. Ich habe nach der Weltreise alle Summen genommen, welche von allen Kontos verschwunden sind, und habe die durch 9 Monate geteilt und dann durch Tage und durch 2 Personen. Da sind 12 € am Tag. Und für 12 € am Tag in Berlin, was konnte ich mir schon leisten? Nichts. Also wir haben auf unserer Weltreise 3-mal weniger ausgegeben als in Berlin. Und dabei haben wir nicht 30-mal schöner gehabt als in Berlin. So, deshalb, alle fragen mich, wann hörst du denn auf zu reisen? Wann kommst du zurück nach Berlin zum normalen Leben? Ja, ich weiß nicht, ich will nicht 3-mal mehr zahlen, jetzt wahrscheinlich noch mehr, und schlechter zu leben. Also ich zahle weniger, aber ich lebe viel schöner, als ich damals in Berlin gelebt habe. 12 €, um das nochmal klarzustellen, für euch beide. Für dich 12 € pro und Person am Tochter Tag. Pro Person, pro und Person. Person. Also 24 € für dich und deine Tochter. Ja. Das Mal. sind so 700 €. Also im Durchschnitt waren das 700 € im Monat für uns beide, inklusive alles. Okay. Jetzt muss man aber dazu sagen, du hast natürlich ein Talent. Du schneidest Filme, du dokumentierst Dinge. Von daher laden dich auch Hotels ein und du nutzt sozusagen deine Fähigkeiten, um deinen Lebensunterhalt sozusagen auf diesem Wege zu verdienen. Ist das richtig? Ja, aber nicht nur ich habe Talente. Auch du hast Talente und alle haben Talente. Es ist nicht so, dass ich irgendwie ganz besonders talentiert bin. Nein, überhaupt nicht. Also jeder hat irgendwas, was er anbieten kann und was am anderen Ende der Welt gerade zu dieser Zeit gebraucht wird. Und warum dann nicht tauschen? Das mache ich gerne. Dieses Tauschmodell, das liebe ich, weil dann bekommt man nicht nur das, was man will. Man gibt auch den anderen, was die wollen, und das erfüllt. Das ist ein schönes Gefühl vom Geben. Und man trifft ganz tolle Leute, weil nicht jeder ist für dieses Modell offen. Und deshalb die Leute, die uns nehmen und einladen, die sind schon sehr besonders. Die sind besonders weltoffen. Die sind so ein bisschen verrückt im guten Sinne des Wortes. Und auf diese Art und Weise haben wir unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Und das ist der wahre Schatz überhaupt von diesem ganzen Reisen. Also die Menschen, die wir überhaupt kennengelernt haben. Wenn man jetzt so viel reist, ich bin ja auch sehr, sehr viel gereist. Manchmal saß ich 20 Mal oder war ich in 20 verschiedenen Ländern pro Jahr. Und das war ja durch meinen Job, dass man einfach wirklich in vielen Ländern dann einfach auch gearbeitet hat. Ist das nicht auch Stress? Also war das nicht auch Stress oder liegt das einfach daran, dass du mit dem Reisen auch Zeit verbunden hast, also praktisch zeitlos gelebt hast? Also ohne, dass du jetzt irgendwelche Verpflichtungen hattest. Wir reisen sehr spontan und sehr intuitiv. Wir haben keine Verpflichtungen. Ich buche auch keine Tickets ein Jahr im Voraus, dass ich weiß, dass ich jetzt in Südamerika bin, aber jetzt in Australien sein muss. Überhaupt nicht. Das heißt, wir reisen in unserem Tempo. Wir stehen manchmal, also stehen wir morgens auf und fragen uns, wie wäre es mit einem neuen Land? Und dann gehe ich irgendwie online und schaue, wohin kann man heute jetzt gleich schön und günstig und nicht aufwendig fliegen. Dann fliegen wir einfach dahin. Und es gibt auch Tage, wo wir beide merken, wir sind müde, besonders nach so Ländern, wo es anstrengender ist zu reisen. Im Januar war das so, da waren wir so ausgepowert, da wollen wir nur noch uns ausruhen, endlich nicht mehr aus Plastiktellern essen und sich gründlich waschen und schönes Bett haben.
Da sind wir nach Thailand gefahren und haben uns da, weil ich glaube, einen Monat lang in einem Häuschen angesiedelt und wir haben uns ausgeruht. Das heißt, niemand jagt uns und wir jagen uns auch nicht. Wenn wir müde sind, dann machen wir eine Pause und suchen uns einen schönen Ort, ein schönes Haus, und sitzen da und genießen unsere Zeit allein. Und dann, wenn wir alles verarbeitet haben, was wir davor an Informationen aufgesammelt haben und neue Energie aufgetankt haben, ja, dann wird es uns so ein bisschen langweilig und ja, lass uns doch was anderes erleben, lass was anderes sehen und dann ziehen wir los. Aber das entscheiden nur wir und deshalb, ja, wie kann man müde werden? Weißt du, auch im Alltagleben wird man müde, also wird man sogar müder. Also in Berlin, was denkst du, war ich nicht müde in Berlin? Ich war todmüde in Berlin. Und auf Reisen ist es genauso. Also das ist, wie du dich selbst handhabst. Gibst du dir Zeit und gönnst du dir Pause und Ruhe, dann bist du nicht müde. Genauso wie zu Hause im Alltag. Ja, man kann sich so, so jagen, monatelang, dass man auch in Berlin da umfällt. Erstmal, lass uns doch nochmal ganz von vorne anfangen. Wie bist du nach Berlin gekommen? Also warum Berlin und wie war das Leben in Berlin? Ja, ich habe schon immer so ein bisschen Beziehung zu Deutschland gehabt. Ich habe auch in Deutschland teilweise studiert und als Studentin habe ich in Deutschland gearbeitet. Du wirst es nicht glauben, ich habe in der Fischfabrik gearbeitet, sogar in Lübeck, in Harvester. Ich habe da Fische in die Dosen gepackt als Studentin. Ich habe in vielen Kliniken gearbeitet und so studiert. Und Was hast du studiert? dann. In Russland habe ich Germanistik und interkulturelle Kommunikation studiert und dann habe ich Dokumentarfilm studiert, Regie von Mediaprogrammen. Und in Deutschland habe ich auch Germanistik und Deutsch als Fremdsprache studiert und auch ein bisschen als Gasthörerin an der Universität in Potsdam, an der Filmschule Konrad Wolf. Da habe ich auch ein bisschen was mit Film gemacht. Und ich habe Praktikum beim Südwestrundfunk in Stuttgart absolviert. Das heißt, immer wieder reiste ich nach Deutschland für einen längeren Zeitraum. Und dann war ich zurück in Moskau und dann kam meine Tochter zur Welt. Und meine Tochter ist halb deutsch, halb russisch. Und irgendwann war mein Privatleben in Berlin und nicht in Berlin, in Moskau sozusagen zu Ende mit Annas Papa. Er ist ein Deutscher und der ist in Moskau geblieben und ich bin nach Berlin gezogen. Also wir haben sozusagen die Länder getauscht und ich wollte einfach neues Leben. Wenn schon neues Leben, dann muss es ein richtig neues Land sein und alles muss neu sein. Wie in diesem Lied von Peter Fox. Kennst du das? Mit alles neu. So war die Stimmung bei mir. Und ja, dann bin ich nach Berlin gezogen mit meiner Tochter und da haben wir alles so von null angefangen mit Wohnung nehmen, Kindergartenplatz besorgen. Dann meinen Job musste ich ein bisschen umstellen, aber das war schön. Ja, aber wiederum irgendwann diese Routine und wie ich schon davor erzählt habe, dann wenn die Schule kam, dann habe ich gemerkt, wie stur und wie fest ich in diesem deutschen System hänge, wie unfrei man eigentlich in Deutschland lebt. Jetzt habe ich wieder was politisch nicht Korrektes gesagt, aber das ist, wie ich mich gefühlt habe. Also ich habe mich nicht mehr so frei gefühlt, wie ich sein wollte. Wie ist denn das in Moskau? Wäre das nicht eine Alternative gewesen? Oder ist es da ähnlich? Also meinst du jetzt mit der Schule? Ja, also generell das Leben in Also. Moskau. Moskau ist ja auch eine sehr, sehr, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, für Menschen, die noch nicht in Moskau waren, eine richtig große Stadt. Da ist Berlin wirklich noch klein gegen. Sehr viel Stau, sehr viel Menschen und ja, und auch sehr viel Kälte teilweise. Ist eine Stadt, die ja einfach auch besonders ist, trotzdem zum Leben, ne? Warum nicht dann Moskau? Also warum hast du dann nicht gesagt, okay, ich gehe zurück nach Moskau? Nach Moskau wollte ich nicht. In Moskau war ich schon. Da war für mich nichts mehr zu entdecken. Und ich wollte ja was anderes sehen. Ich wollte
die Welt sehen und die Welt meiner Tochter zeigen. Und wie das jetzt so sich zeigt, das war so absolut der richtige Zeitpunkt, weil dann kam Corona und jetzt weiß ich nicht, was so als nächstes kommt. Das heißt, wir sind noch richtig, wir haben diese schöne Zeit erwischt bis 2020, wo man, wie ich dir gesagt habe, so richtig vom Bett aus ein Ticket gebucht hat und in 2 Stunden war man schon im Flieger. Und man musste sich keine Sorgen machen, ob ich jetzt darf oder da nicht oder mit welchen Voraussetzungen. Also wir haben das so, unsere Weltreise zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Jetzt zu Moskau zurück. Moskau ist schön. Ich glaube, diese Stadt hat mehr zu bieten an Kultur und an allem, an Vielfältigkeit als jede andere Stadt auf der Welt. Das sage ich jetzt ganz ehrlich, nach 70 besuchten Ländern. Also was Moskau an Kulturangebot und überhaupt an allem anbietet, das habe ich nirgendwo auf der Welt getroffen. Aber gleichzeitig ist es natürlich sehr anstrengend, also für mich. Und ich bin ein Dorfmädchen. Schau mal, ich sitze hier in so einem Holzhaus. Das ist das Haus meiner Eltern. Ich bin jetzt tief in der russischen Provinz. Ich schaue jetzt auf meinen Kiefernwald und ich sehe da keine Häuser und nichts. Und ich gehe barfuß in den Garten und esse da Stachelbeeren oder Tomaten und sonst irgendwas. Ich bin da einfach nicht Moskau-Mensch. In Moskau ist es schön, mal ins Theater zu gehen und irgendwie mal Kultur zu genießen, aber zum Leben, das ist nichts für mich. Ich brauche Natur, ich will frische Luft haben, ich will Grün um mich herum haben, ich will barfuß gehen können und deshalb sind wir nicht nach Moskau gezogen, deshalb haben wir uns schönere Ziele ausgesucht, also nach meinen Kriterien schönere, und dann sind wir erstmal nach Südostasien gefahren und dann Australien, dann um die Welt, und eigentlich dachten wir, es wird nur ein Jahr dauern, aber aus einem Jahr sind es jetzt 6 Jahre geworden und wir wollen noch nicht aufhören, wir haben noch nicht genug. Um Menschen nochmal Moskau auch ein bisschen näher zu bringen. Das Leben in Moskau im Vergleich zu dem Leben in Berlin, was ist da der große Unterschied? Also Moskau, ich sehe das genauso wie du, dass Moskau einer der spannendsten Städte der Welt ist. Also wenn man über New York sagt, es ist eine spannende Stadt, dann muss man auf jeden Fall auch sagen, ja, Moskau gehört dazu. Und es gibt einfach so Städte, da kommt man hin und fühlt sofort, da ist ein unglaublicher Puls. Und für mich gehört Berlin da nicht zu als Weltstadt. Also wenn man, wie war für dich da also dieses Gefühl zwischen Moskau und der aus meiner Sicht Provinzstadt Berlin? Damals, vor vielen, vielen Jahren, wo wir nach Berlin gezogen sind, war Berlin auch anders. Das muss ich jetzt auch sagen. Also das ist jetzt wieder was politisch unkorrekt ist. Aber Berlin war einfach anders. Das war eine fröhliche Stadt, wo an jeder Ecke getanzt wurde, wo irgendwelche Straßenmusikanten was gemacht haben. Leute haben gelächelt und ich habe Berlin geliebt mit dieser ganzen alternativen Kultur und mit allem. Und dass das so ein bisschen aus meiner Sicht so ein bisschen provinziell ist, das hat mir sogar gefallen. Wir haben in Frohnau gelebt. Also wir haben so richtig, wir waren im letzten Haus vor Brandenburg. Das Okay. heißt, auch in Berlin habe ich mir ein Dorf gefunden, wo ich meine Bäume habe. Und Berlin war einfach anders. Und dann habe ich die Entwicklung gesehen. Und das war keine schöne Entwicklung. Und jetzt ist Berlin, jetzt war ich im Juni, glaube ich, oder im Juli, jetzt vor kurzem, vor einem Monat in Berlin. Und das ist eine ganz andere Stadt, ganz andere Gesichter. Berlin ist nicht mehr so fröhlich und nicht mehr so lustig und nicht mehr so hoppelig. Und ich weiß nicht, wo diese Vibes her sind. Durch diese 2 Jahre Pandemie mit Mund zu, alles zu und ich sehe traurige Leute und Berlin ist nicht mehr das, was es früher war. Leider. Was heißt bei dir früher? Wann bist du das erste Mal nach Berlin gekommen? Also wann bist du da Das hingekommen? erste Mal war ich wahrscheinlich noch mit 17 oder so in Berlin. Das ist sehr, sehr lange her. Aber umgezogen sind wir vielleicht
vor 11 Jahren oder so. Mhm. Vor 11 Jahren war Berlin anders Definitiv. als jetzt. Witzigerweise war Berlin auch noch anders nach der Wende, also 1990 bis 2000. Daher stammen auch diese Vibes, diese Anarchie Berlins. Berlin war ja wirklich eine Stadt, die ja Anarchie gelebt hat. Das ist leider verloren gegangen, das sehe ich genauso wie du auch. Okay, jetzt kommen wir einfach zu der jetzigen Zeit. Es ist ja jetzt im Moment nicht ganz so einfach zu reisen. Wie machst du das? Du bist jetzt gerade in Russland. Wie planst du jetzt deinen nächsten Coup, um einfach wieder zu reisen? Weißt du, nicht einfach zu reisen, das ist, ich habe mich daran gewöhnt. Also jetzt diese 2 Jahre oder schon 2,5 Jahre Pandemie, das war vielleicht im ersten Monat nicht einfach, im zweiten, aber irgendwann gewöhnt man sich und denkt, okay, das ist jetzt meine neue Reise-Realität. Ich kann jetzt nicht mehr so spontan reisen, aber ich kann trotzdem reisen. Und weißt du, für mich war das, je mehr man mich einsperren will, desto mehr will ich natürlich raus. Und ich habe für mich das beschlossen, nein, also dieses Stay Home, Save Life ist überhaupt nicht mein Mantra. Ich mache das nicht mit. Und wir sind die ganzen Pandemiejahre weiterhin gereist. Ja, es war riskant. Ja, es war mühsam. Ja, ich wusste auch nicht, ob wir jetzt in diesen Flieger steigen oder nicht. Und ich wusste nicht, wie das im nächsten Land ist. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Und wenn wir in ein Land gekommen sind, wo es uns gerade nicht gefallen hat, mit diesen Masken und mit dem ganzen Zirkus, dann habe ich mir den nächsten Flieger gebucht, dann sind wir woanders hin. Und weißt du, ich vertraue meiner Intuition und ich folge immer meinem Bauchgefühl. Und das hat bislang uns so gut geführt, weil stell dir vor, in diesen ganzen Jahren, trotz immer unterwegs zu sein, waren wir niemals in Quarantäne. Wir waren keinen einzigen Tag in einem Lockdown. Also wir haben, ich würde mal sagen, fast nie Masken angehabt. Wir sind nicht geimpft. Wir sind, und ja, wir haben fast normal gelebt, muss ich sagen. Also ich musste das natürlich arrangieren. Und aber trotzdem, wir waren auf Bali, wo das Ganze angefangen hat. Und das war der perfekte Ort eigentlich zu sein. Während Europa im Lockdown war oder Australien, waren wir am Strand und bei uns war alles voll okay. Und dann kurz davor, wenn das Ganze nach Indonesien kam, sind wir da abgereist, ganz intuitiv. Da sind wir woanders. Und dann waren wir in Georgien und dann waren wir in Russland und überall, wo wir hinkamen, das war irgendwie ganz okay alles. Und dann sind wir nach Ägypten und in Ägypten war überhaupt keine Pandemie zu der Zeit. Im letzten Winter, wo ganz Europa Quarantäne, Lockdown und so. Wir saßen in Ägypten, wir haben mit Einheimischen aus einem Teller gegessen, wir waren auf diesen ganzen orientalischen Märkten mit Millionen von Menschen zusammen, kein Abstand, kein gar nichts. Und man hat auch nicht mal Hände permanent, also nicht desinfiziert, das ist sowieso, aber nicht mal gewaschen, weißt du? Und trotzdem waren wir super gesund und wir haben ganz normal gelebt, muss ich sagen. Und das habe ich mir vorgenommen. Ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Ich kann das einfach nicht. Und auch dieses Jahr sind wir gereist. Wir waren in Zentralamerika. Und ja, manchmal anstrengend, manchmal riskant. Aber also, es ist alles prima gelaufen. Und meine Tochter ist so lustig. Ich habe sie gefragt, willst du jetzt mit mir nach Deutschland kommen? Also jetzt vor ein paar Monaten. Sie sagt, ja, weißt du? Alle sprechen von dieser Pandemie. Ich will mal sehen, was Pandemie ist, weil ich habe das wirklich nicht mitbekommen, was so ganze Pandemie und Lockdown ist. Sie wollte nach Deutschland, um zu schauen, ob das alles stimmt, weil ich habe ja ihr erzählt, alles mit diesen Masken und Test und du darfst hier nicht rein und hier nicht rein und darfst dich nicht frei bewegen, darfst nicht ins Hotel. Sie hat es mir nicht geglaubt. Sie hat gesagt, bringt mich nach Deutschland, ich will sehen, ob das so stimmt. Ja, und ich bin so stolz drauf, weißt du? Meine Tochter hat keinen Schaden dadurch bekommen. Sie weiß ganz genau und sie wurde nicht gezwungen, Masken zu tragen. Sie wurde zu nichts gezwungen und
Ja, sie mit 15 ist sie noch so, ja, diese Pandemie hat sie so richtig ganz wenig getroffen und ich bin sehr stolz drauf. Ich habe sie geschützt mit allen Mitteln. Ich glaube, das ist vielen Menschen auch nicht klar, dass wenn man Masken trägt, wenn man so in die Enge getrieben wird, dass nämlich genau das verloren geht, wovon du gesprochen hast, nämlich das Bauchgefühl, die Intuition, all das geht verloren einfach durch diese Maßnahmen. Und vielleicht, um da noch einen Punkt hinterzumachen, aus meiner Sicht ist es so, wenn man Menschen in Angst treibt, werden sie krank. Und das kränkt, also das schwächt das Immunsystem und Hysterie und Angst ist, glaube ich, der größte Krankmacher überhaupt. Also es gibt ja sogar Forschung, dass man sterben kann, ohne dass man eine Krankheit hat, wenn man in Panik verfällt. Absolut. Ich kann das Ganze natürlich nur auch bestätigen. Ich bin nämlich auch die ganze Zeit gereist während der Corona-Krise, allerdings in Europa mit dem Wohnmobil. Ich bin durch Schweden gefahren. Ich war ein halbes Jahr in Schweden, bin Ski gefahren. Habe den Winter genossen, während alle anderen im Lockdown waren, und habe genau dieselben Erfahrungen eigentlich gemacht wie du. Ich bin durch die Schweiz gefahren, ich bin durch Frankreich gefahren und nie wurde ich angehalten oder daran gehindert. Also von daher ist die Mauer eigentlich auch eine Mauer im Kopf. Inwieweit hast du denn die Krise als Belastung für dich gesehen? Also hast du einen Schaden davon getragen, dass plötzlich womöglich deine Welt sich ändern kann? Meinst du jetzt die Corona-Krise jetzt Genau. oder sind wir jetzt bei der nächsten Krise? Nein, nein, Es bei gibt der ja Corona. überhaupt keine. Die gehen ja so sanft übereinander. So. Ja, Genau. welcher Schaden? Also mein größter Schaden ist, und das ist wirklich ein Schaden und ich muss damit arbeiten, ich bin von der Menschheit enttäuscht. Ich hab davor immer gedacht, wir Menschen. Ich habe von der Gattung Mensch mehr gehalten. Und es hat sich herausgestellt, dass leider so viele nicht selbst denken wollen. Ich will jetzt nicht grob werden, ich will auch jetzt niemanden beleidigen, aber ich habe damit nicht gerechnet, dass die Menschheit so dumm ist. Und das war meine größte Enttäuschung. Ich dachte, das ist doch nicht möglich, dass die uns einsperren. Ich dachte, alle gehen auf die Straße und nein, wir lassen das doch nicht zu. Aber nein, also nur 20% waren dagegen und der Rest, der fand das toll und hat noch Beifall geklatscht. Und das kann ich nicht verstehen. Und auch diese Unehrlichkeit. Schau mal, noch vor einem Jahr würden mich einige Leute da aus dem Restaurant rausschmeißen, weil ich nicht geimpft bin. Und heute lächeln sie mich an. Ha, hallo, Svetlana und so. Tun so, als ob nichts passiert ist. Die haben mich vor einem Jahr wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt. Und dieses Jahr, wo Regeln irgendwie weg sind, ich weiß nicht, vielleicht kommen die noch, vielleicht komme ich noch in meine zweite Klasse Position. Aber jetzt lächeln sie mich alle an und alles ist prima. Aber was denken Sie? Ich habe das vergessen. Und dieses, ja, irgendwie hat diese Pandemie auch gute Sache gemacht, hat so die Gesichter der Menschen gezeigt. Jetzt weiß ich ganz genau, wer mir gegenüber sitzt. Wenn diese Person, welche ich als Freund gehalten habe, mich nicht sehen will, nur weil ich nicht geimpft bin oder mit mir nicht im Restaurant sitzen will, weil ich, weiß ich nicht getestet bin, dann nach einem Jahr auf einmal alles gut ist und wir sind wieder gut Freund. Nein, so geht es nicht. Also jetzt weiß ich ganz genau, wo ich stehe. Und das ist auch gut so. Und viele Leute, das hat sich alle so selbst aussortiert. Das ist schön. Also viele sind gegangen, aber dafür sind neue Leute gekommen. Und weißt du, das ist so schön. Also meine zwei Kontrollfragen jetzt auf Reisen in Zentralamerika. Ich will mich ja nicht ewig mit irgendwelchen Leuten beschäftigen. Man muss einfach zwei
zwei Sachen thematisieren und dann ist alles klar, ob wir jetzt weitersprechen oder ob wir jetzt auseinandergehen. Ich sage, hallo, ich bin Svetlana, ich bin übrigens nicht geimpft. Und dann schaue ich mir das Gesicht an. Also wenn das Gesicht noch einigermaßen in Ordnung ist und nicht voll verzogen, okay, dann kommt zweite Waffe. Da kommt, da sage ich, weißt du, ich komme aus Russland. Und wenn an dem, Ah ja. und wenn dann, dann sehe ich mir das Gesicht an und dann ist es mir klar, wenn das so eine Person ist, die nur mit braven, geimpften Personen Freundschaften machen kann, wenn sie Russen nicht für Menschen hält oder so, dann warum muss ich ja für diese Person noch meine Energie verbrauchen? Dann sage ich, tschüss, hab's gut. Aber wenn mein Gegenüber diesen kleinen Test bestanden hat, dann kann daraus eine richtig schöne Freundschaft werden, weil ja, dann sehe ich, ich werde so wahrgenommen, wie ich bin. Und ich werde nicht abgelehnt wegen meinem Impfstatus oder meiner Nationalität oder sonst irgendwas. Ja, und dann sind wir, dann hat man große Chancen, dass daraus was Schönes wird. Und das ist schön, weißt du, ich muss jetzt nicht 2 Jahre lang irgendeine Freundschaft pflegen, wo es sich dann rausstellt, ja, dass wir einfach nicht zusammenpassen. Um vielleicht das, wir wollten ja kein politisches Interview führen, sondern wir wollten ja ein Interview führen über deine Reisen. Aber ich habe trotzdem natürlich eine Frage. Du bist Russin, lebst auch ab und zu in Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist eine Frage, die mir sehr, sehr wichtig ist und die kann mir nur eine Russin beantworten. Deutsche Politiker fordern, schwere Waffen einzusetzen und die nach in die Ukraine zu schicken. Und ich stelle mir dabei immer die Frage, sag mal, haben diese Menschen darüber mal nachgedacht, dass in Russland 22 Millionen Menschen von deutschen Waffen umgebracht worden sind? Was geht da in der russischen Seele vor, damit Deutsche das einfach auch mal verstehen? Ich meine, es gibt ja fast keinen Russen, der nicht irgendeinen Verwandten verloren hat im Zweiten Weltkrieg. Wenn so etwas in Russland bekannt wird, dass deutsche Politiker, also Spitzenpolitiker, schwere Waffen fordern und sie dann auch in die Ukraine schicken und damit wieder mit deutschen Waffen Russen umgebracht werden. Was geht da in einer russischen Seele vor? Ich muss sagen, Russen haben den Deutschen längst verziehen. Ich kann jetzt nur von meiner Umgebung sprechen. Es ist klar, es gibt noch irgendwelche anderen Leute, die dann vielleicht das anders sehen, aber in meiner Umgebung, in meiner Familie, in meinen Freundeskreisen, gab es niemanden, der irgendwie gegen Deutschen, gegen Deutschland war. Alle haben diese ganze Geschichte vergessen und Deutschland war eigentlich unsere Freundschaft, unsere Freunde. Und ja, so habe ich das immer empfunden, wie das jetzt sein wird. Also, dass Deutschland jetzt natürlich, also diese Schlagzeilen tun mir als Russin schon weh, wenn deutsche Presse schreibt, wir müssen alles machen, um Russland auf die Knie zu stellen. Wir werden mit Sanktionen russische Wirtschaft so ruinieren, dass sie irgendwie nie aufstehen. Wir müssen Russen zeigen, dass sie keine Ahnung, dass sie nie sich trauen, irgendwas. Also diese aggressiven Schlagzeilen, die alle dahin gerichtet sind, so mit Klartext, uns auf die Knie zu stellen, uns zu ruinieren und so, das tut weh. Da sage ich dir ganz ehrlich, das ist zum Glück können andere Russen das nicht lesen, weil die kein Deutsch lesen. Und russische Presse beschäftigt sich nicht so mit den deutschen Schlagzeilen. Aber ich glaube, für die Russen, die das lesen können, diese ganzen wahnsinnigen Artikel, die jetzt über Russland geschrieben werden, die sind so voll von Aggressivität und Hass gegen Russland, sodass ich froh bin, dass Russen das einfach nicht lesen können, dass irgendwann wird das dann wieder verschwinden, wie Corona und alles und alle werden lächeln und alles ist wieder gut. Und ich hoffe, die werden das nie lesen, sonst würde das denen wehtun. Und
Das mit schweren Waffen? Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Aber ja, noch so ein Krieg zwischen Deutschland und Russland, das wollen wir nicht, das will keiner. Und ich glaube, Russen sind schon ein bisschen enttäuscht und ich weiß auch nicht, ob jetzt ganz bald so eine. Es wird natürlich, sogar der Krieg, den Krieg hat man vergessen und man hat den Deutschen alles verziehen. Klar wird man auch das hier und die ganzen Sanktionen und alles vergessen, aber das wird einfach dauern. Also dieses gute Verhältnis zwischen Russland und Deutschland, ich glaube jetzt für ein paar Jahrzehnte erstmal ruiniert. Es ist ja so, dass die russische und auch die deutsche oder europäische Seele doch sehr, sehr ähnlich ist. Also ich glaube, es gibt kaum Länder, die so europäisch sind wie eigentlich die Russen, ne? Also zumindest der nördliche Teil Russlands. Und das vergessen viele Menschen. Also die Kultur, die ganzen, die Philosophie, also viele Dinge sind sehr, sehr ähnlich. Und deswegen ist natürlich katastrophal, dass sich gerade die Menschen, die sich eigentlich gut verstehen könnten, jedes Mal wieder so verleiten lassen, gegeneinander aufgehetzt, sich aufhetzen zu lassen. Und Ja, vor allem, weißt du, weil ich weiß ganz genau, das kommt nicht von der Bevölkerung. Klar, es gibt irgendwo komische Leute, die das dann, tut mir leid, komische Leute, wenn jetzt diese komischen Leute gerade dieses Video sich anschauen und fühlen sich angesprochen. Tut mir leid, Entschuldigung, vielleicht habe ich ein falsches Wort genommen, aber ich weiß, das kommt nicht vom Volk. naja, Ich da will sehe daran ich glauben. leider ein bisschen anders. Das Volk. Ich will daran glauben, weil in meiner Umgebung gibt es solche Leute nicht, weißt du? Und deshalb lebe ich in einer Illusion, dass es doch nicht so schlimm ist, weil in meiner Umgebung gibt es niemanden, der an diese Pandemie glaubt. In meiner Umgebung gibt es niemanden, der schwere Waffen oder so nach in die Ukraine unterstützt. In meiner Umgebung gibt es auch niemanden, der meint, Russland jetzt zerstören zu müssen und Russen jetzt den richtigen Platz sozusagen zu zeigen. Also, ich habe die so gesagt, ich habe sie aussortiert. Die Pandemie hat alles aussortiert und dann dieser Krieg mit der Ukraine, das hat alles aussortiert. Und jetzt habe ich nur so Seelenmenschen um mich herum, alles so Gleichgesinnte. Das gibt mir natürlich Hoffnung, dass das nicht so wenige sind. Dass es mehr sind Es ist und wahrscheinlich ähnlich wie bei der Pandemie. Es ist die Minderheit, die das so sieht, wie wir es sehen. Und ich glaube, das ist natürlich die Manipulation. Lass uns mal ganz kurz, weil ich möchte dann auch natürlich gerne wieder auf die Reisen zurückkommen. ich habe dir gesagt, ich habe dich gewarnt, wenn du ein politisch korrektes Interview haben willst, frag mich nicht zur Pandemie und Nein, nicht nein. so. Du hast da auf jeden Fall jemanden getroffen, der das genauso sieht. Ich glaube, und das spüren ja die Menschen auch. Du bist Russin, du hast in Deutschland gelebt und warum sollte ich gegen dich etwas haben? Also das sollte sich jeder Mensch einfach fragen, der dieses Video sieht. Warum sollte ich gegen einen Menschen, der ganz neutral das Ganze sieht, etwas haben? Und warum soll ich Partei ergreifen für Oligarchen, die jetzt hier einen Krieg anzetteln? Wer das einfach erkennt, der weiß, Kriege werden immer aus Geldgier und aus Machtinteressen und aus geopolitischen Gründen getätigt. Und da hast du nichts mit zu tun und da habe ich nichts mit zu tun. Und deswegen sollten wir, wenn wir Kriege verhindern wollen, uns niemals instrumentalisieren lassen, dass wir auf irgendeine Seite zugreifen. Ich finde, das, was unsere Politik macht, was die europäische Politik, die NATO macht, mindestens so provokant wie das, was auf der anderen, auf der russischen Seite passiert. Kriege entstehen aus Geldinteressen. Und ich glaube, das sollten wir verstehen. Und wenn wir uns nicht instrumentalisieren lassen, lassen wir uns auch nicht spalten. Ich will mich auf keinen Fall von der russischen Seele spalten lassen, weil ich habe sie immer schätzen gelernt. Und für mich ist das eine sehr, sehr nahe Kultur. Aber lass uns mal ganz kurz vielleicht noch auf das Reisen kommen. Hast du irgendwo gemerkt, dass das Reisen durch diese Krise, durch die Ukraine-Krise schwerer geworden ist oder dass man ja einfach das, was du tust, einfach schwerer geworden ist? Das Reisen.
Klar, es ist jetzt sehr schwer, nach Russland zu kommen und aus Russland auszureisen. Aber weißt du, auch das ist alles machbar. Es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Wege. Und ich bin immer so, ich versuche immer meine Reisen kreativ anzugehen. Und wenn ich weiß, ich kann das jetzt nicht direkt machen, dann mache ich auch Umwege. Und ich mache mir spannende Umwege, weißt du? Dann fliege ich halt nicht direkt irgendwo hin. Jetzt zum Beispiel nach Indien oder so. Dann fliege ich erst nach Usbekistan, ist ein schönes Land, dann erkunde ich Usbekistan, dann ziehe ich dahin und dann ich komme in Indien an oder sonst irgendwo. Aber halt, ich nehme ein bisschen was unterwegs mit und ich habe mich daran gewöhnt, ich habe mich angepasst und ja, durch diese Corona, dank Corona bin ich sozusagen vorbereitet, jetzt stark genug, um das durchzuziehen, was ich mache, danke an Corona, weil wenn jetzt dieser Krieg plötzlich kommen würde, das hätte mich wahrscheinlich viel mehr getroffen. Aber wir waren alle sehr gut vorbereitet und ja, man muss einfach die Sache kreativ angehen. Wenn es nicht gerade geht, dann gibt es irgendwo einen Umweg und einfach nach Lösungen suchen. Das ist typisch russisch, nach diesen Lösungen suchen. Wir haben sogar ein Lied, wenn du ein Verbotsschild irgendwo siehst, weißt du genau, ganz nah gibt es einen Umweg. Und es ist so im Leben, es gibt immer einen Weg und dann nimmt man den. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er sogar viel schöner und viel spannender wird. Weißt du, ich bin durch die Schweiz mit dem Auto gefahren. Ich habe erstmal diese Autobahngebühr bezahlt. Ich musste nur durch die Schweiz nach Italien. Ich dachte, heftig hier, teuer. Und dann dachte ich mir, okay, dann fahre ich dieses Stück. Es ging, weiß ich nicht, 100 Kilometer oder 70 Kilometer. Und dann. Ich bin vielleicht 5 Kilometer gefahren, dann stehe ich vor dem Tunnel, die wollen noch 30 Euro von mir oder 40 sogar. Ich dachte, nee, das kann doch nicht wahr sein, ich habe doch jetzt schon bezahlt, jetzt will ich nicht mehr. Und weißt du was, ich habe einfach gewendet. Ja, bin ein bisschen gegen Spur gefahren und dann, ich bin einfach, ich habe eine kleine Straße genommen und die war so schön. Das war mein schönstes Erleben in der Schweiz überhaupt. Kannst du dir vorstellen? Ich hab die Option A gehabt, 40 Euro zu zahlen und weiß nicht, durch den schwarzen Tunnel zu sausen. Was kann schon langweiliger sein, als in einem Tunnel zu reisen? Oder ich habe die Option 2 genommen, einen kleinen Landesweg, hat mir nichts gekostet. Und es war so schön. Wir haben so schöne Berge gesehen. Wir haben irgendwie den schönen. Gefühlt habe ich den schönsten Teil von der Schweiz da entdeckt. Mit Schäfchen und mit allem. Das war so idyllisch, das war so super schön. Wir haben das genossen. Das war, ja, und so sehe ich das auch mit dem Reisen. Also ganz nicht geradeaus gehen, dann schau ich. Es gibt immer eine Möglichkeit und mach das Beste raus. Mach's schön, mach's schön. Ganz witzig, weil das erinnert mich an unseren Trip nach Schweden. Wir sind dann durch Dänemark gefahren und wollten über die Brücke fahren. Wir hatten einen Presseausweis und ich dachte, okay, mit dem Presseausweis komme ich über diese Brücke nach Schweden rüber. Und das waren 600 Kilometer circa. Und dann sind wir da angekommen und dann haben die uns nicht rübergelassen. Da bin ich die ganzen 600 Kilometer wieder zurück, bin nach Rostock gefahren und bin dann mit dem Schiff rübergefahren. Und schon war ich in Schweden. Also es gibt immer die Lösung, das sehe ich genauso wie du auch. Jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen über deine Reisen reden. Du warst sehr oft in Indien. Ich selber war auch sehr, sehr oft in Indien, so circa 10 Mal, weil ich das so spannend fand. Weil in Indien findest du alles, was es auf der Welt gibt, auf einem kleinen Punkt. Also alles Verrückte, vor allen Dingen. Es ist ein Abenteuer. Indien ist ein totales Abenteuer. Dreckig, reich, arm, sehr hilfsbereit, aber auch gleichzeitig sehr ausbeuterisch. Man erlebt eigentlich alles in Indien. Und wenn man dann vielleicht noch bei der Kumbh Mela war, der größten Veranstaltung, die es jemals gab, oder mit 24 Millionen Menschen, dann weiß man, es gibt alles Verrückte, von Menschen
essenden Kulturen bis hin. Also ja, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Von totaler Spiritualität, aber auch von totaler Grausamkeit. Was hat dir in Indien gefallen oder was hat dir nicht gefallen? Indien ist, man muss bereit sein für Indien, denke ich mir. Weil meine erste Reise nach Indien, die war vor, weiß nicht, 15 oder 20 Jahren. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe nur Dreck gesehen, ich habe nur arme Leute gesehen. Mir hat man sogar Geld geklaut, klar, weil meine Einstellung war so, hier sind alles nur Diebe, die wollen was von mir, ist alles dreckig. Und Indien hat mir genau das gezeigt, was ich sehen wollte. Und wenn ich jetzt sogar meine Fotoalben durchblättere, da sehe ich genau diese krassen Dinge auf meinen Fotos, als ob Indien nichts anderes zu bieten hat. Mein Fokus war nur auf Armut, auf Dreck und auf irgendwelchen krassen Sachen. Und so sehen auch meine Fotos aus und so waren auch meine Eindrücke. Wir haben irgendwie nur dreckige Hotels gehabt, Leute haben uns betrogen und es war nur Chaos. Und ich wollte lange nicht mehr nach Indien. Und dann sind wir schon mit anderen nach Indien und da war ich schon eine andere. Nach vielen Jahren Reisen habe ich ja, schon was dazugelernt. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich Indien anders erleben, so ganz offen, ohne meine Vorurteile, ohne alles. Und das war so schön. Und wenn man mir jetzt sagt, Indien ist dreckig, dann muss ich wirklich nachdenken. Stimmt, ja, weil das ist nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt. Was mir in den Sinn kommt, ist der Ozean, diese Sonne und dieses Obst an jeder Ecke. Alles ist so frisch. Hier Kokosnüsse und diese Inder, die so lächeln. Und diese Frauen in Saris und Räucherstäbchen und Tempel überall und diese Musik und dieses tolle Essen. Ja, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Und ich denke gar nicht, ja, dreckig oder. Ja, dreckig. Man Aber muss natürlich schon Leuten sagen. das trifft mich nicht mehr so, weil ich die Vorteile sehe und die Vorteile sind so groß, dass die ganzen Nachteile für mich persönlich jetzt nicht mehr so wichtig sind. Man muss natürlich schon dazu sagen, Indien ist natürlich extrem dreckig. Also man kann sich da alles wegholen, was man sich nur wegholen kann. Also ich habe da auch schon mir Malaria weggeholt und alles Mögliche. Aber es gibt halt für alles, auch wie du das vorhin schon so schön gesagt hast, Lösungen. Ne? Malaria wird da geheilt mit Artemisia, ganz verträglich, überhaupt nicht schlimm. Und schon ist die Krankheit nach ein paar Tagen wieder weg. Wie seid ihr denn da gereist? Also ich bin nur vielleicht mal ganz kurz, ich bin zweimal mit Motorrad durch Indien gereist, 3 Monate lang. Wie seid ihr in Indien? Wie habt ihr euch da fortbewegt? Wir haben auch so Scooter gehabt. Also mit Scooter sind wir natürlich lokal nur so kleine Distanzen bis so 100 Kilometer gefahren. Also wir sind mit Öffentlichen gefahren. Wir sind so mit diesen Okay, verrückten öffentlichen. Zügen, ja, mit diesen Öffentlichen, mit diesen lustigen Bussen gefahren. Also so richtig mit dem Volk zusammen. Wir waren meistens die einzigen Ausländer im ganzen Bus. Also, und überall, wo wir waren, waren irgendwie so die Einzigen und alle haben uns angestarrt, aber alle haben uns auch geholfen. Ich bin schön. Also. Wo wart ihr in Indien? Also Indien ist ja riesengroß und viele, die das jetzt, die noch nicht in Indien waren, ist ja ein totaler Unterschied, ob man jetzt in Kerala ist oder in Goa oder im Zentralindien oder halt im Himalaya oder in Darjeeling. Also überall ist Indien komplett anders. Wo seid ihr denn in Indien gereist? Also jetzt von unten anfangen, wir waren in Kerala, so ganz viele Plätze in Kerala, dann waren wir in Karnataka, Gokana und so und Mumbai, wir waren in Goa natürlich ganz viel und ausführlich, Nordgoa, Südgoa, dann waren wir Agra, Delhi, ich weiß nicht, was ist das jetzt für ein, habe ich vergessen, Kaschmir. und dann. Nee, Kaschmir ist noch nördlicher, das heißt irgendwie anders, habe ich vergessen. Und da waren wir noch in Rajasthan, das ist wunderschön. Also da sind wir sehr, sehr viel gereist in Rajasthan und
Ja, wir waren nie im Osten. Also im Osten von Indien waren wir noch nicht. Das kommt irgendwann. Aber wir waren jetzt auf der anderen Seite und haben ja, fast komplett die Küste bereist. Und wart ihr dann, also wenn du so eine Reise machst, sind die dann auch länger? Also ich meine, Indien in einem Monat zu durchreisen ist Stress. Indien 4 Monate oder 5 Monate zu bleiben, dann fängt man an, sich an diesen Wahnsinn zu gewöhnen. Wie lange wart ihr denn in Indien? Wir schöpfen immer das Maximum, was unser Visa erlaubt. Das ist maximal 90 Tage mit einem Aufenthalt. Das heißt, wenn wir einreisen, dann bleiben wir komplett die 90 Tage und dann reisen wir aus und dann sind wir irgendwo und dann kommen wir wieder für 90 Tage. Also meistens in dem Modus. Und du warst auch ich zähle jetzt mal so ein paar Länder auf, die ich weiß, wo du warst. Du warst dann ja auch in Thailand. Also ich bin immer zur Entspannung dann von Indien nach Thailand gefahren, weil Thailand wirklich dann total entspannt ist. Viele würden sagen, das ist total stressig, aber wer in Indien war, 3 Monate, dem kommt Thailand dann vor wie ein Erholungsheim. Absolut. Genau. Also auch Bangkok, also Bangkok und Delhi, wenn man das vergleicht, dann ist Bangkok wirklich total entspannt und zivilisiert und tolles Essen. Also wenn man über Essen redet, dann ist Thailand, glaube ich, so das Land meiner Wahl, wo es das beste Essen gibt. Ja, was habt ihr in Thailand erlebt? Ja, Thailand, wie du gesagt hast, das war für uns so ein Zufluchtsort, wenn wir Ruhe haben wollten. Nach einem Monat in Myanmar sind wir zu Fuß über die Grenze gerannt nach Thailand und Anna wollte Eiscreme haben, weil in Myanmar haben die nicht mal die Gefriertruhen gehabt. Also die haben immer Stromausfall. Was die haben, sind vielleicht Kühlschränke, aber die haben keine wie heißt diese Gefrierfächer gehabt. Das heißt, es gab kein Eiscreme. Und Anna jammerte immer nach Eiscreme und ich wollte endlich einen keramischen Teller haben und einen irgendwie schönen Löffel und schönes Bett. Und dann sind wir zu Fuß über diesen Fluss gerannt, diese Grenze zwischen Myanmar und Thailand. Und ich habe das noch auf meinem Video, in meinem Film. Ich strahle über beide Backen. Ich bin so glücklich. Wir sind in Thailand. Thailand war richtig nach Myanmar Luxusland überhaupt, wo man für sehr wenig Geld sehr tolle Qualität bekommt. Das ist unglaublich. Diese Preis-Leistung, wie die das schaffen, weiß ich nicht. Die ist genial. Und dasselbe war, wo wir von der anderen Seite angereist sind. Das war Kambodscha. Das war auch sehr anstrengend. Und da sind wir auch von Kambodscha. Das habe ich auch in dem Film. Struppig, aber strahlend. Also man sieht schon, also jetzt ist Thailand, jetzt fängt Urlaub an, jetzt wird schön gegessen, jetzt haben wir schöne Dusche und wir können alles kaufen, was wir wollen. Wir müssen nicht mehr irgendwelche staubigen Reis essen oder so. Ja, das ist Thailand ist sehr komfortabel zu bereisen und das rate ich auch immer allen Reiseanfängern als Start. Ist Thailand und Bali. Das sind so zwei Flecken auf der Erde, die sind so einfach zu bereisen, die bieten die beste Preis-Leistung überhaupt. Die haben super Infrastruktur und man kommt da immer klar. Und für den Start, das sind so die einfachsten Ecken für den Start als Backpacker. Und auch Und die sind relativ toll. ungefährlich, muss man auch noch dazu sagen. Und was natürlich an Thailand wirklich ganz, ganz toll ist, unglaubliche Landschaft, unglaubliche Strände, also die schönsten Strände, die ich kenne, und auch die schönsten Inseln, die man eigentlich so bereisen kann. Und wie gesagt, das Essen unglaublich. Und wie du schon gesagt hast, viele wissen es ja nicht. Also in Indien kriegt man schon auch noch Hotels für 8, 9 €. Aber in Thailand kriegt man gute Hotels, Ja. gute Unterkünfte für 10, 11 €. Und man kann wirklich für 3, 4 € sehr, sehr gut und sehr sauber, vor allen Dingen sehr sauber, das ist der Unterschied, zu Indien, essen. Also in Indien, wenn man auf der Straße ist, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Da kann man sich schon schnell, kann man schon sehr, sehr schnell krank werden. Wie war es denn mit Afrika? Wie gefällt dir Afrika und war das auch ein Teil deiner Reisen?
Auf Weltreise waren wir nicht in Afrika, aber zwischenzeitlich waren wir auch in Afrika. In Nordafrika waren wir, in Ägypten. Wir haben letzten Winter in Ägypten verbracht. Stimmt, genau, sie Das sehen. war unerwartet schön. Also ich habe nie gedacht, dass Ägypten für Backpacker überhaupt geeignet ist. Das war für mich, ja, wie für die meisten Menschen, so ein Land für Pauschalurlaub irgendwo in so einem Hotel hinterm Zaun mit All-Inclusive Entertainment und so. Und ich habe gedacht, naja, die Auswahl war gering, muss ich sagen. Also im letzten Winter, wo man hingehen kann ohne irgendwelche Bedingungen. Und deshalb haben wir Ägypten genommen. Das war grandios. Jetzt weiß ich überhaupt, was Ägypten ist. Mein ganzes Wissen davor von meinen Pauschalurlauben nach Ägypten, das ist überhaupt nicht. Das ist, ich habe jetzt im letzten Winter erst kennengelernt, was Ägypten ist. Und das ist ein schönes Land. Und dann waren wir noch im Süden. Wir waren Südafrika. Wir waren in Namibia und wir waren in Botswana. Das war schön. Und da waren wir aber nicht so mit anderen mit Backpacking. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie man sich da als Backpacker anfühlt. Wir haben schon einen Wagen gehabt mit Zelt obendrauf und wir sind so ein bisschen kultivierter gereist. Und aber wir wollen unbedingt nach Afrika. Wir wollen so richtig komplette große Afrika-Reise machen, von, weiß nicht, Norden nach Süden und zurück und an den Küsten entlang. Afrika ist auch auf unserer Liste. Genau wie Südamerika haben wir dieses Jahr nicht geschafft. Wir wollten eigentlich hin, aber haben nur Zentralamerika geschafft, weil wir so langsam sind und immer irgendwo hängen bleiben, wo es uns gefällt. So haben wir. Noch wollen wir noch ganz groß Afrika erkunden und Südamerika. Also geht es weiter mit den Reisen. Ja, Ja. also meine Tochter will dann irgendwann studieren und dann müssen wir aufhören. Aber dann hat sie gesagt, Mama, du musst einfach auf mich warten. Ich studiere ganz schnell und dann reisen wir weiter. Also sie will ganz schnell studieren und dann reisen wir. Aber solange wir noch Zeit haben, bis sie dann was lernen will, was studieren will, dann nutzen wir die Zeit und wir reisen. Jetzt fragen wir uns, früher haben wir immer gefragt, im Sommer, oh, willst du in die Schule, wollen wir zurück, normales Leben? Nee, wollen wir nicht. Aber jetzt fragen wir uns nicht mal. Das ist jetzt sowas von klar, dass wir jetzt erstmal nicht nach Deutschland gehen. Ihr reist immer mit 7 Kilo, also mit ganz, ganz wenig. Ja. Jetzt ist es ja so, Backpacking ist ja eigentlich so, das machen die meisten so mit 18, 20, 22, reist man so um die Welt, um einmal so die Welt zu sehen und danach geht man so in das normale Leben. Du bist keine 18 mehr. Was reizt dich da so dran? Man muss ja wirklich mit dem absoluten Minimum leben. Also 7 Kilo ist ja gar nichts. Also da kann man keine schönen Kleider mitnehmen. Man kann ja eigentlich nur das absolut Nötigste mitnehmen. Was reizt dich da so dran? Weißt du, ich habe in Berlin jetzt auf Lager immer noch die ganzen Jahre hunderte bunter Kleider liegen und Schuhe in allen Farben vom Regenbogen. Und wenn ich mich jetzt so erinnere, die haben mich alle nicht glücklich gemacht. Ich war jetzt nicht so super glücklich, wenn ich meinen Schrank aufgemacht habe mit diesen ganzen Kleidern. Also die haben mich, meine ganze komplette Garderobe mit vielen Sachen hat mich nicht erfüllt. Und deshalb. Warum muss ich das alles tragen mit mir auf meinem Rücken? Deshalb habe ich so drei Kleider mit, die mir gefallen und die trage ich. Und gehen die kaputt oder ich will sie nicht mehr haben, will ich mir was Neues kaufen? Das ist nicht so, dass ich nur diese drei Kleider jetzt 6 Jahre trage. Nein, die sehen dann nicht mehr gut aus und dann kaufe ich mir was Neues und dann lasse ich das alte liegen oder verschenke, wenn das noch ordentlich aussieht. Wenn nicht, dann muss ich das wegschmeißen. Und aber es ist gleichzeitig habe ich vielleicht so wirklich drei Kleider und das ist vollkommen ausreichend.
Wie gesagt, 100 Kleider haben mich auch nicht glücklicher gemacht, als ich jetzt mit 3 Kleidern bin. Deshalb kann ich das mit dieser Garderobe vergessen. Und du sagst jetzt Backpacking und mit 18. Weißt du, wir sind auch keine klassischen Backpacker. Wenn man an Backpacker denkt, dann sind das, ja, die haben alle so riesen Rucksäcke, die schleppen, weiß ich nicht, da stecken noch Schuhe in diesen Fächern draußen und hängen irgendwelche Socken und sonst irgendwie. Es sieht immer sehr chaotisch und nach vielen Sachen aus. Und die schlafen in Hostels. Also wir reisen schon ein bisschen anders. Ich glaube, wir sind Backpacker, aber wir sind so ein bisschen Luxury-Backpacker, weil wir schlafen nicht in Hostels. Das kommt für mich nicht in Frage, weil wir Privatsphäre brauchen. Wir nehmen immer ein, das muss immer ein privates Doppelzimmer sein mit eigener Dusche. Und dann, was soll ich noch sagen? Also Darf ich noch wir mal reisen auch eine nicht Frage zwischen? jetzt, Ja, darf ich wir noch reisen jetzt auch eine nicht in der Nacht, nur weil das billiger ist. Oder wir schlafen nicht im Bus und machen nicht eine nächtliche Busfahrt, nur damit wir so Hotel sparen. Also, nein, wir reisen schon sehr, sehr komfortabel. Und ich schaue schon zu, dass wir immer schönes Zuhause haben, auch wenn das nur ein Zuhause für 2 Tage ist. Also ich achte schon darauf, dass es uns da gut geht. Ich gehe, also in 99,9% gehe ich überhaupt keine Kompromisse ein. Wenn mir das Zimmer nicht gefällt, drehe ich mich um und auf Wiedersehen. Wenn mir das Taxi nicht gefällt oder der Taxifahrer, dann drehe ich mich um und wir gehen zu Fuß. Und das heißt, ich habe da so, ich achte schon drauf, dass es uns gut geht und dass wir, ja, wie gesagt, schönes Zuhause haben und es uns, dass es nicht anstrengend ist, sondern schön ist, weil wenn das anstrengend ist, dann macht das überhaupt keinen Spaß. Dann kann man zurück nach Berlin und sich anstrengend machen. Aber wenn man schon reist, dann muss man das schön machen. Sonst ja, macht es keinen Sinn. Und du finanzierst das Ganze einfach dadurch, dass du praktisch Filme für Hotels machst oder das organisierst du schon vor oder kommt das durch Zufall dann, dass du das anbietest? So, ich mache so einige Projekte. Ich habe 2 Dokumentarfilme, die sind auch in Kinos gelaufen vor der Pandemie in Deutschland und die verkaufe ich als Downloads in unserem Online-Shop und dann habe ich noch ein Lernprodukt kreiert, das heißt Weltreise als Sparmaßnahme. Das ist auch kein Witz, das ist ein Videokurs, wo ich den Leuten erzähle, wie wir mit 12 Euro am Tag pro Person richtig toll und schön gereist sind. Also ich zeige den Leuten, wie man das Beste aus dem Geld macht und was man alles, wenn man kreativ die Sache angeht, wie schön man reisen kann mit einem kleinen Budget. Das glauben die Leute nicht. Die denken, ich lüge, das kann ja nicht wahr sein. Sie hat irgendwas verheimlicht oder sonst irgendwas. Und nein, und in diesem Kurs habe ich alles ganz offen erzählt. Ich habe alles aufgelistet, ich habe alles kalkuliert, alles mit Zahlen, alles mit Beispielen aus unserem Reiseleben, was man alles machen kann, welche Möglichkeiten es heute gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, preiswert zu reisen. Und die Leute, die das nicht kennen, ja. Die können das praktisch durch dich lernen. Ich Ja. hatte jetzt mal auf YouTube geguckt, da habt ihr noch relativ wenig Followers. Ist YouTube für dich nicht interessant oder warum? Nee, also YouTube mache ich nicht, ehrlich gestanden. Ich habe nur 2 Hauptkanäle. Also da sind Facebook und Instagram. Und ich habe meine Webseite, die ist richtig riesig mit, das ist so mein Baby, das ist alle Jahre gewachsen. Da gibt es so viele Berichte, Artikel und Videos und alles. Und das sind so 3 Sachen, die ich pflege. YouTube nutze ich als Storage. Oder wenn ich wenn ich Video für meine Webseite verlinken muss, damit meine Webseite nicht so schwer mit Videos geladen ist, dann lade ich das auf YouTube und verlinke das. Ich nutze das als Tool. Das ist für mich kein Medium für Werbung oder irgendwas. Weil ich bin keine YouTuberin und Video ist auch sehr viel Arbeit. Das heißt,
Ich mache meine Dokumentarfilme und wenn ich jetzt noch irgendwelche Vlogs mache und so, dann komme ich überhaupt nicht mehr zu meinen Filmen. Wenn ich zu viele Sachen gleichzeitig mache, dann komme ich zu meiner eigentlichen Aufgabe nicht. Ich finde keine Zeit mehr, meine Filme zu schneiden. Und deshalb habe ich das alles so begrenzt, damit das überschaubar ist und ich kann Filme schneiden. Und der nächste Film kommt bald, der ist schon fast fertig. Und das ist dann über die Weltreise. Okay. Das heißt also, du hast auch einen Newsletter, den die Leute abonnieren können, oder? Genau. Das heißt also, die Leute können, wenn sie dich begleiten wollen, einfach können sie auf deine Seite gehen und können dann praktisch den Newsletter abonnieren und dann kriegen sie praktisch immer frische Artikel oder tolle Stories oder Empfehlungen und alles. Okay. Das werden wir natürlich auf jeden Fall verlinken unter dem Video. Also wer da Interesse dran hat. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal so zwei persönliche Fragen. Also das eine ist, ich meine, das, was ja die Menschen abhält vom Reisen, vom Freisein, das ist meistens die Angst. Hast du nicht Zukunftsängste? Ich meine, wir haben ja jetzt festgestellt, du bist nicht mehr 20. Ohne dir jetzt, ohne da jetzt irgendein Alter zu erfragen, aber es ist ja einfach so, dass man irgendwann oder dass Menschen sagen, ja, was mache ich später in meiner Rente? Ich zahle nichts in die Rente ein und was passiert in der Zukunft? Wie sieht dein Leben mit 70 oder mit 80 aus? Also erstmal mit den Ängsten angefangen. Also klar habe ich auch Ängste. Und man sagt immer, oh, du bist so mutig und so. Ich bin auch ein Mensch und ich habe meine Ängste. Und ich lasse mich nur von meinen Ängsten nicht leiten und ich versuche, die zu überwinden. Wenn mir hier irgendein so Angsthase hier was reinflüstert, dann habe ich, okay, alles klar, aber ich muss das trotzdem machen und ich lasse mich von diesen Ängsten nicht leiten, weil sie sind meistens super absurd und wie Mark Twain gesagt hat, die werden auch nicht passieren. Also das ganze schwarze Kopfkino, man erlebt das so emotional alles im Kopf, aber in Wirklichkeit wird nichts davon passieren oder das meiste nicht. Und deshalb weiß ich ganz genau, wenn eine Angst kommt, aber die kommen immer wieder. Das ist nicht so, ich habe diese überwunden und ich lebe angstfrei. Schau mal, ich bin so eine. Nein, es kommen immer neue Ängste und so. Jetzt mit Corona ist dann die Angst gekommen um meine Freiheit. Das ist für mich so wichtig. Und diese Angst, eingesperrt zu werden oder irgendeine Quarantäne oder Lockdown, das war so eine Angst, irgendwo eingesperrt zu werden. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe geschaut, wie wir reisen, dass wir nie in so eine Situation kommen, wo die Chance ist, dass die uns einsperren. Ich habe mich für alle Fälle vorbereitet, sozusagen. Und ich habe die Route so ausgesucht, dass wir nie in so ein Gefängnis kommen, sozusagen. Und das heißt, ich habe mich auch dieser Angst gestellt und ich habe nach Lösungen gesucht. Aber das heißt jetzt nicht, jetzt kommt irgendeine neue Angst. Und die kommen immer wieder, das muss man akzeptieren. Die werden nicht gehen. Das ist unmöglich, glaube ich. Wenn der Platz frei ist, eine Angst ist gegangen und da kommt die nächste. Und man muss sich dieser stellen und sich damit beschäftigen und sich nicht davon leiten lassen, weil meistens ist es irgendwas, Illusion, ne? Ja, genau. ja, eine Illusion. Und jetzt, wie sieht mein Leben mit 70 aus? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie mein Leben mit 50 aussehen wird. Und ob ich Angst habe? Nein, überhaupt nicht. Ich habe keine Angst. Schau mal. Ja, jetzt mit dieser Rente oder so. Ich rechne auch nicht mit irgendeiner Hilfe von draußen. Ich weiß ganz genau, ich muss für meine Rente selbst vorsorgen. Oder ich muss meine Tochter so gut erziehen, dass sie mich nicht im Stich lässt. Also nur diese zwei Optionen. Und jetzt bin ich in Russland hier. Das ist das Haus, wo meine Mama lebt. Und die Leute um mich herum sind alles fast zu 100% Selbstversorger. Auch wenn niemand Rente zahlt, werden wir nicht sterben. Ich brauche keine Rente. Wir haben hier, ich schaue jetzt aus dem Fenster, wir haben hier alles, was hier wachsen kann. Wir haben sogar Melonen. Die sind klein, aber trotzdem, also für dieses Klima. Wir haben alle möglichen Beeren. Wir haben alles voll von Tomaten, Gurken und
weiß ich nicht, Auberginen und Kartoffeln. Hier wächst alles. Wir haben alles. Ich war in diesem Monat nicht einmal im Supermarkt. Kannst du dir vorstellen? Weil wir alles haben. So Sachen wie Eier, Quark oder so kaufen wir von Leuten, die Kühe halten. Also, oder wir tauschen das irgendwie. Mein Stiefvater bringt Pfifferlinge aus dem Wald und gibt einen Teil den Nachbarn. Die Nachbarn geben uns, weiß ich nicht, ein Glas Milch. Und dann kommt mein Vater, er bringt Fisch und dann gebe ich ein bisschen Tomaten. Und so tauscht man die Sachen und alle haben alles. Und auch wenn ich keine Rente bekomme und gar nichts vom Staat, ich bin mir 200% sicher, ich werde ganz gut leben. Also, Also ich werde. kann man die Angst sozusagen kann man die Angst sozusagen den Menschen nehmen, man soll im Hier und Jetzt leben und nicht an die Zukunft denken. Absolut. Es ist überhaupt nicht garantiert, dass ich bis 70 lebe. Und wenn ich mich jetzt mit 40 damit beschäftige, mein Leben mit 70 zu organisieren, dann verpasse ich womöglich meine ganzen Jahre vor 70. Und dann lande ich bin 70 und so. Und es kommt sowieso alles anders. Man weiß doch gar nicht, wie der gesundheitliche Zustand ist, wie die Umstände sind und wie überhaupt die Welt aussieht. Deshalb jetzt große Hoffnungen auf Rente und auf irgendwelche Unterstützung vom Staat. Also, wenn da was kommt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut, ist mir egal. Also, ich weiß ganz genau, mein Vater überlebt, meine Mutter überlebt. Also, warum sollte ich nicht überleben? Sag, warum würde ich auch? Jetzt hast du gerade noch was angesprochen, was ja die meisten Leute auch vom Reisen oder von Träumeleben abhält. Das sind die Eltern. Die Eltern kommen ja irgendwann auch in ein Alter, wo sie gebrechlich werden, wo man sie pflegen muss. Und das hält natürlich viele Menschen auch davon ab, ihr eigenes Leben zu leben. Ist es aus deiner Sicht wichtig, sein eigenes Leben zu leben? Und dann ergibt sich alles andere oder hat man auch eine Verantwortung? Was würdest du jetzt zum Beispiel machen, wenn deine Eltern so alt sind, dass sie einfach pflegebedürftig sind? Also wie würdest du damit umgehen? Würde dann eine Zeit lang dein Reisen aussetzen oder wie gehst du mit so Sachen um? Ja, also ich würde auf keinen Fall meine Eltern im Stich lassen, das ist schon mal klar. Und wenn ich das nicht anders organisieren kann, wenn ich weiß, die sind von mir abhängig und mich kann niemand ersetzen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Fall ist und was überhaupt passieren muss oder passieren kann. Also wenn ich weiß, die brauchen mich jetzt und ohne mich werden sie nicht überleben, dann ja, dann werde ich mich um sie kümmern. Dann werde ich zeitlang nicht mehr reisen, dann werde ich mich mit dieser Aufgabe beschäftigen. Jetzt noch die letzte Frage. Warum reist du nicht mit einem Wohnmobil oder mit einem Segelboot zum Beispiel? Auch das ist ja eine Möglichkeit zu reisen, auch sehr angenehm zu reisen, auch sehr günstig zu reisen. Also ein Segelboot, okay, man muss es anschaffen, das ist natürlich teuer, aber auch ein Wohnmobil. Warum sind das keine Alternativen des langsamen Reisens? Fliegen ist ja auch oftmals sehr schnell. Man ist sehr schnell wo ganz anders in einer anderen Welt, wogegen der Weg ja auch manchmal das Ziel ist. Das ist wahrscheinlich mein Temperament. Ich will irgendwas ganz schnell erledigen. Dann will ich jetzt ganz schnell woanders sein. Und du sagst, das ist einfacher mit Wohnmobil zu reisen. Ich weiß nicht, ob das einfacher ist. Für mich ist das Belastung. Für mich ist ein Wohnmobil eine Belastung. Ich muss irgendwie schauen, dass ich diese Kfz hinkriege. Ich muss Versicherungen verlängern und ich muss über die Grenzen mit Haufen Papieren. Jetzt gehe ich mit meinen 7 Kilo einfach zu Fuß über die Grenze und stell dir vor, ich müsste einen Wagen temporär einführen ins Land und die wollen 100 Papiere und die haben alle Regeln und hier geht es nicht und dieser Wagen darf hier nicht rein und so. Und
Das ist für mich irgendwas, was ich noch verwalten muss. Diesen Wohnwagen mit diesen ganzen Papieren und technisch, wie das läuft. Jetzt sind wir nur zwei, ich und meine Tochter, und ich muss nur unser kleines Team verwalten. Und stell dir vor, hier so ein riesen Metallkasten, und ich muss mich auch um den kümmern. Der muss betankt werden, die Papiere müssten sauber sein und vor allem diese Grenzübergänge. Und man muss das irgendwo parken. Man muss schauen, dass es irgendwie nicht geklaut wird, nicht verrostet und sonst irgendwas. Weil ich alleine, ich kann überall hin. Aber mit so einem Wohnmobil kann ich jetzt nicht einfach ein kleines Boot nehmen und auf die Insel rüberfahren. Ich habe ja mein Wohnmobil. Also für eine Zeit lang, vielleicht ein paar Monate oder irgendwo, wenn man in Europa reist, dann ist es perfekt. Es gibt keine Grenzen, keine Papiere, und das ist schön. Obwohl jetzt mit neuen Diesel- und Benzinpreisen, weiß ich nicht, man muss das erstmal auskalkulieren. Ich glaube, das ist viel preiswerter, jetzt Zug zu fahren und ein Hotel zu nehmen, als so ein Wohnmobil zu betanken. Weiß ich nicht, muss man ausrechnen. Aber für längere Reisen wäre das mir zu eintönig und zu eng. Und wie gesagt, zu viel Papierkram. Ich will mich mit sowas nicht beschäftigen. Ich will so frei wie möglich sein. Deshalb, es gibt nur mich mit meinem Gepäck, meine Tochter und ihr Gepäck. Und es ist alles überschaubar. Wenn uns irgendwas nicht gefällt, in 5 Minuten gepackt und wir sind weg. Oder wenn ein Taxi nicht kommt, wir gehen zu Fuß. Es ist nicht so, dass wir hier 7 Koffer haben und kommen nicht vom Fleck. Wir gehen einfach zu Fuß und wir sind so flexibel und so mobil. Und Dasselbe. wir müssen auch nicht zurück unser Wohnwagen abholen, weil wir das irgendwie 2000 Kilometer hinten irgendwo geparkt haben. Das heißt also, auch Segelschiff ist ähnlich, ist auch Ballast. Meine Tochter möchte mit einem Segelschiff reisen. Sie will eine Weltreise mit einem Segelschiff machen. Das ist so ihr Ding. Das entspricht wahrscheinlich auch ihrem Temperament. Für mich wäre das nichts. Ich will schon mal feststehen auf dem Land. Ich will jetzt nicht immer wackeln. Das wäre mir vielleicht zu eintönig. Aber sie mag das. Ich glaube, das ist so vom Temperament her. Und es gibt jetzt. Kann man nicht sagen, das ist hier langweilig und das ist hier toll. Nein, für mich ist das passt das am besten, aber für andere Personen ist vielleicht, wir müssen einfach, wie gesagt, dem Bauchgefühl folgen und unsere Prioritäten setzen. Wenn für dich so ein kleines, schönes Zuhause sehr wichtig ist und du willst nicht jede Nacht in einem neuen Hotel schlafen, dann ist Wohnmobil ist doch perfekt für dich. Dann siehst du ganz viele Vorteile von dem Wohnmobil. Für mich ist diese Flexibilität und dass ich so frei wie möglich bin, ist die oberste Priorität. Und dann kann ich kein Wohnmobil mitschleppen, weil das ist, wie gesagt, Verwaltung und Belastung. Jetzt stelle ich mir als Kameramann und auch als Dokumentarfilmer einfach vor, 7 Kilo ist nicht viel. Wahrscheinlich ist die Kameraausrüstung extra. Wie sieht denn deine Kameraausrüstung aus? Nee, nicht extra. Weißt du, noch auf meiner ersten Reise war ich noch so doof. Ich habe mehr Gepäck gehabt. Ich habe einen Rucksack hinten. Okay, Anna konnte noch nichts tragen, weil sie so klein war. Ich habe ihre Sachen getragen und hier vorne habe ich so einen ganzen Rucksack gehabt. Ich habe so eine Spiegelreflexkamera gehabt. Ich glaube, Canon war das oder keine Ahnung. Und Wechselobjektive und immer wechseln und immer irgendwas. Und das war so schwer und ich musste immer auf diese Tasche aufpassen, weil so viele wertvolle Sachen waren drin, diese ganzen teuren Objektive. Und stell dir vor, ich gehe irgendwo zum Markt oder zum Strand und Hotel ist so ein bisschen komisch, da kann ich die Sachen nicht liegen lassen. Da musste ich immer mit diesem Rucksack hingehen und immer aufpassen, was ich da für wertvolle Sachen. Sowas Unvernünftiges, sage ich, sowas Unpraktisches. Dann habe ich daraus gelernt und ich habe das Ganze verkauft. Und ich hab noch eine extra Videokamera gehabt für Video. Das war schrecklich. Also wie gesagt, so komplette volle Tasche am Bauch.
habe alles verkauft und ich nutze jetzt nur die kleinen Kameras, das ist keine Spiegelreflex mehr, die Kompaktkameras, die für Video und Fotos gleich gut sind. Also, und früher habe ich auch noch so Actionkamera wie GoPro oder so mitgehabt. Und meinen ersten Film, der im Kino gelaufen ist, diesen Anna, Asin und ich, habe ich zu 80%, glaube ich, mit GoPro gemacht. Stell dir vor. Und der ist im Kino gelaufen. Das heißt, alle sagen, ja, um irgendwas einigermaßen Hochwertiges zu bekommen, brauchst du ja so ein Gerät für am besten 10.000 Euro. Nein, überhaupt nicht. Und ja, meine Kamera, die ich jetzt habe, die ist so groß. Sie kann Foto, sie kann Video, auch in 4K, sie kann eigentlich alles. Und die passt in meine ganz kleine Tasche. Und es gibt so viele Vorteile. Erstmal, die ist jetzt nicht so unglaublich teuer, dass ich das nicht verkraufte, wenn sie mal kaputt geht oder ins Meer fällt oder geklaut wird. Zweitens, sie ist so klein und leicht und ich muss mich nicht abkämpfen da mit dem Tragen. Drittens, ich bin überhaupt nicht auffällig. Ich kann alles filmen, was ich will. Ich bin nicht auffällig. Ich kann zu Leuten kommen, wo die da sitzen und essen und sprechen. Und ich kann so ein bisschen filmen. Das sieht aus, als bin ich so ein bisschen Amateurfotograf, mache irgendwas. Leute fühlen sich entspannt und niemand es ist, richtet sich, oder? Stell dir vor, ich würde mit so einem Ding anmarschieren und mit so einem Tonmann mit Mikrofon. Da verkrampfen alle Leute. Da sagt mir doch keiner irgendwas Ehrliches, weil die Habe ich so eine verkrampfen. lustige, da habe ich eine lustige Anekdote. Ich war in Indien und bin ja ein halbes Jahr durch Indien gereist und habe nie Probleme gehabt mit Film. Und dann sollte ich ein Fotoshooting machen in Indien und dafür war eine Agentur, die ist extra angereist und hat ein extra Filmteam mitgebracht, weil ja die Firma dachte, die können das besser. Und dann kamen die raus mit so einer großen Kamera, mit so einem Ding und hat keine 10 Minuten gedauert und wir hatten die Polizei am Hals und dann habe ich gesagt, ihr packt jetzt euren ganzen Kram in Zimmer und dann zeige ich euch, wie man hier in Indien filmt. Und dann haben wir ganz unauffällig, ohne dass wir Geld ausgegeben haben, an der schönsten Location den gesamten Film gefilmt. Und ja, das bestätigt eigentlich genau das, was du auch sagst. Also erstmal ist das Wichtigste, glaube ich, aus meiner Sicht, das, was man filmt, das hat man. Und da kommt es nicht unbedingt auf die Qualität an. Das Einfachste ist eigentlich immer mit dem Handy. Hat einen guten Ton und hat auch gute Aufnahmen. Und wenn man dann eine Kamera mitnimmt, ist einfach der Ton ganz wichtig und dass man halt, ja, dass es möglichst leicht und unauffällig ist. Bestätigt alles das, was du sagst. Und wenn man mit 7 Kilo durch die Gegend reist, ist das auf jeden Fall die einzige Möglichkeit. Ja, Betlana, vielen Dank für dieses nette Interview. Ich hätte noch 1000 Fragen. Ich denke, wenn man selber auch eine Leidenschaft hat, nämlich das Reisen, dann gibt es 1000 Fragen. Vielleicht kommt es ja nochmal zum zweiten Interview. Was ist jetzt so dein nächstes Ziel? Bist du schon wieder, sind die Koffer schon gepackt und fährst du nächste Woche los oder? Koffer. Ja, unsere Rucksäcke sind noch nicht gepackt. Wir machen das ganz schnell. Wir haben ja nicht so viel zum Packen. Und ich glaube, es geht Richtung Asien. Ich muss jetzt die Situation beobachten, wie das jetzt mit diesen ganzen Einreisebestimmungen ist. Aber jetzt merke ich vermisse meine Asien. Und ich weiß nicht, wie wir aus Russland rauskommen. Vielleicht müssen wir schöne Umwege machen. Mal sehen. Ich denke, vielleicht geht es Richtung Indonesien, vielleicht Sri Lanka oder Indien. Ich träume schon so lange von Himalaya und so. Irgendwie will ich jetzt wieder in die Richtung gehen. Jetzt waren wir in Afrika, jetzt waren wir in Zentralamerika und jetzt will meine Seele nach Asien. Okay. Wenn Das ihr mal machen. auf Korsika vorbeikommt, einer der schönsten Flecken, wo nämlich alles irgendwo zusammenkommt, gutes Essen, schöne Berge, schöne Landschaft, schönes Meer, dann seid ihr herzlich eingeladen. Dankeschön. Bitte. Ja, und vielen Dank und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nach deiner nächsten Reise und du erzählst uns neue, tolle Geschichten. Dankeschön.
In den letzten 2 Jahren der Corona-Zeit in der BRD gab es nur eine einzige wissenschaftliche Wahrheit, die publiziert werden durfte, wollte man nicht gejagt oder diffamiert werden. Und diese Wahrheit kam von Drosten oder Lauterbach. Man hatte zeitweise das Gefühl, in der BRD gäbe es nur 2 Ärzte. Dass es weit mehr Ärzte gibt und auch weit mehr Meinungen zu Corona und wie man mit dieser Krankheit und mit Impfung vor allem umgehen sollte, das war klar, nur sie wurde nicht publiziert. Umso wichtiger ist jetzt der Film von Kai Stuth. Kai Stuth ist Fotograf und Künstler und er hat in den letzten 2 Jahren nicht gewartet, was andere tun, sondern er hat einen Film gedreht. Er hat 100 Ärzte interviewt, Stundeninterviews. Aus diesen 100 Interviews wird jetzt im Moment ein Film. Er trägt den Titel Können 100 Ärzte lügen? Damit dieser Film fertig werden kann, bedarf es unserer Hilfe, denn dieser Film ist privat finanziert. Herr Stuth bekommt keine GEZ-Gebühren und auch kein Geld vom World Economic Forum. Wir sollten diesen Mann unterstützen, damit wir diesen Film sehen können. Können 100 Ärzte lügen? Es ist ein Film über das, was sich in Deutschland in den letzten 2 Jahren ereignet hat. Es ist ein Film, den wir brauchen, um der Wahrheit näher zu kommen. Gebt, was ihr könnt. Vielen Dank.